Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII Rebirth. Wir wollen an dem Karneval der Karten teilnehmen. Und da ist unser Herzblatt, anscheinend, das da steht, nämlich die Gina. Mit der wollen wir dann da dran zusammen teilnehmen, nehme ich an. Hi. Na, so ein Zufall. Bist du etwa auch auf der Suche nach einem Partner? Yes. Ja, schon. Dann such nicht weiter. Bei diesem Event gibt es spezielle Teamregeln. Diese sehen vor, dass man zusammen als Paar gewinnen muss. Also kann ich leider nicht alleine teilnehmen. Müßig zu erwähnen, dass ich nicht plane, hier zu verlieren. Aber mit dir als meinem Partner ist der Sieg eine reine Formalität. Bringen wir es schnell hinter uns. Wer möchte noch mitspielen? Wir suchen weiterhin Paare. Beim Karneval der Karten hast du während des Costa del Amor Events die einmalige Gelegenheit, Blut der Königin zusammen mit einem anderen Katorero im Team zu spielen. Hierbei gelten besondere Regeln. Die Benutzung des eigenen Kartendecks ist nicht möglich. Dir werden Karten zugeteilt, mit denen du dein Können unter Beweis stellen sollst. Gewinne 3 Herausforderungen, damit du als Sieger hervorgehst. Ja, wir möchten teilnehmen, natürlich. Mit Gina. Costa del Amor Runde 1, nur für kurze Zeit. Deine Partnerin Gina hat diese Herausforderung bereits abgeschlossen. Erst wenn du sie auch meisterst, geht es weiter zur nächsten Runde. Tada! So, also wir bekommen ein vorgefertigtes Deck, ja? Ach, sei ruhig. Also wir können ja hier nur den spielen, weil, ja? Was anderes habe ich ja nicht und wahrscheinlich ziehen wir gleich was. Das wird nix. Wie, das wird nix? Hä? Hey, was habe ich falsch gemacht? Halt, Moment. Hätte ich da in der Mitte auch schon setzen können? Ja, okay. Entscheide dich mal. Ja, entspann dich. Wusste ich doch nicht. So oder so. Also so. Geht so. Hat geht so. Okay, also ich kriege aus beiden. Hör mal auf zu kommentieren, das verunsichert mich voll. Nicht übel. Oh, hab gewonnen. Was willst du? 5-4. Muss ja mir auch mal gesagt werden, was die da von einem wollen. Neue Karte erhalten, nämlich den Sturmgreifen. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fähigkeiten. Kostet 1, der ist gar nicht mal schlecht. Costa del Amor Runde 2. Schokoschick. Was ist denn das Schokoschick? Schauen wir mal. Oh Gott. Was wir müssen. Jetzt greif schon an. Doch, die Klappe. Wir müssen kurz gucken. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auch von diesen betroffenen Feldern um 2. Alles klärchen. So. Was macht denn Schokoschick? Gewährt bei einem Sieg der Reihe, in der sie abgelegt wurde, einen Punktebonus von 3. Ah. Also der muss auf jeden Fall die Reihe gewinnen. Hier haben wir einen Dreier und unser Schokobo. Also den muss ich wahrscheinlich hier unten hinlegen. Tja, mal sehen, ob das reicht. Das weiß ich auch noch nicht. Und dann habe ich hier 11 und 14. Na siehst du, geht doch. Also bin ich dann bei. Also jetzt bin ich bei 11. Plus dem Sieg sind 14. Er hat 16. Und mit ihm habe ich es dann, richtig? Weil ich 17 habe. Sehr gut. Weiter so. Ich glaube, das müsste es so gewesen sein. Er hat 16. Und ich habe 14 plus 3. So. Neue Karte: Schokoschick. Den finde ich jetzt nicht so geil. Ganz ehrlich. Mogri-Trio. Deiner Hand die Nummer 2 und Nummer 3 hinzuzufügen. Nutze die spezielle Fähigkeit in jeder Karte, um den Sieg zu erringen. Und dann bekommen wir das Mogri-Trio und die Freundschaftskarte Klau. Neun, vier und sieben. So, pass auf, wir haben hier einen Zweier.
Also es macht nur Sinn, den hier hinzuspielen, nehme ich an. So, jetzt habe ich nämlich Nummer 2 und Nummer 3. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auf diesem Effekt betroffenen Feld um 4. Und erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf diesem Feld um 2. Heißt... Ich will den kaputt machen da oben, nehme ich an. Ja. Das war nicht schlecht gespielt. Will ich das dann so? Na, siehst du, geht. Ich mach einfach mal kurz. Und dann, ich habe jetzt gerade mal keine Lust nachzudenken. 6 unten ist verloren. Einmal 6-4. Wie ist denn das dann, wenn das jetzt so ist? Jetzt habe ich. Ne, ich habe oben ja verloren. Hab da gewonnen und. Achso, und unten gewonnen. Ja. Okay, gut. Sehr gut. Weiter so. Hab nicht gesehen, dass der 2 gibt. Ich dachte, der gibt nur 1. Ja, okay. Die Karte geht. Ja, ich fand die jetzt gar nicht mehr so schlecht. Ich gratuliere. Das war eine famose Vorstellung. Danke, danke. Beehren Sie uns gerne wieder. Jederzeit. Danke fürs Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Können wir ja vielleicht noch einmal versuchen. Sollte das gerade ein Angebot sein? Klar. Muss dich aber leider enttäuschen. Mir fehlt hier die Herausforderung. Ich werde mich anderswo nach stärkeren Gegnern umsehen. Es gibt nicht viele Spieler, die meine Erwartungen übertreffen. Aber du hast es geschafft. Vielleicht sieht man sich irgendwo irgendwann ja mal wieder. Bis dann. Bis denn. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Hat Ihre Partnerin Sie etwa versetzt? Jo. Das ist schade. Aber zum Glück haben wir auch Partien für Einzelkämpfer für Sie im Angebot. Achso, wir können hier noch weitermachen, glaube ich. Willkommen beim Karneval der Karten. Na, guck mal, hier gibt es noch Spitzfindigkeiten. Da bekomme ich halt noch ganz viele Karten. Kartenspecial. So, das ist aber jetzt schon schwerer, glaube ich. Erhöht sich vom Verbündeten um 3. Wir haben 6 zu 7. Also wahrscheinlich, Moment mal. Ah. Ich glaube, der hätte dahin gemusst, damit ich den kaputt machen kann. Ich glaube, das war tatsächlich ziemlich wichtig. Achso, der war zum Buffen. Okay, das habe ich aber komplett vor uns. Ich hätte halt unten gewinnen müssen. Oder halt oben. Ja, aber... Das war ja ein kompletter Satz mit X. Okay, nochmal. Neu starten. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich will oben gewinnen und in der Mitte. Heißt, ich brauche oben 6 und in der Mitte 3. Sehe ich richtig. Unten, ich glaube, unten ist egal. 3, 4, also plus 3, das wären dann 6. Also wir können das versuchen. Aber wie kriege ich den denn? Also da müsste ich jetzt hier. Weil dann gewinne ich ja schon. So, jetzt habe ich dann den. Und dann habe ich hier unten den. Ah, okay.
Dieses ganze Rumgebuffe ist ganz schön hart. Nadelkuss. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auch von diesem Effekt betroffenen Felder um 2. Die ist tatsächlich ziemlich cool. Seeteuflische Pläne. Oh Gott. Oh Gott. Ah ja. Okay, ich verstehe. Wenn ich den spiele, ist der Instant wieder kaputt, ne? 854. Und alle meine Karten geben ein. Mal kurz testen. Okay, wie kann ich denn da unten spielen? Da unten kann ich doch gar nicht spielen, weil alle meine Karten, die ich da unten spiele, kaputt gehen, oder nicht? Das heißt, die beiden Felder sind doch raus. Sprich, ich muss es schaffen, auf diesen Feldern, auf drei Feldern, die ich habe, die Punkte zu kriegen. Oder nicht? Oder habe ich einen Denkfehler? Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ich brauche. Okay, ja. Habe ich kapiert. Neu starten. Ich muss möglichst schnell es schaffen, dass ich meine Seeteufel auf diese beiden Felder kriege, was der Fall wäre mit ihm. Ist jetzt vertot. Ich hoffe, das war in Ordnung. Jetzt kann ich nämlich den Seeteufel spielen. Kann den Seeteufel spielen. So, und jetzt buff ich. Aber damit habe ich in der Mitte nur ein Unentschieden rausgeholt und leider unten verloren. Und oben, das ist nicht richtig. Ich glaube, ich darf am Anfang die eine Karte, die da, also... Aber ich muss doch den spielen, oder nicht? Was übersehe ich? Warte mal. Eine gewöhnliche Karte hat minus 1. Der macht das, ne? Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern um 1. So. Er hier, beim Ausspielen von verbündeten Karten aus der Hand, erhöht sich die Stärke dieser Karte um 1. Also ich muss mit ihm anfangen. Natürlich, ja. Alles gut. Ich war doof. Pass auf. Wir spielen den wieder dahin. Dann spielen wir den dahin.
Wir spielen den logischerweise dahin. Und jetzt machen wir das gleiche wie gerade und haben einen Punkt mehr in der Mitte. Hat ein bisschen gedauert. Ah, was ein Punkt so für einen Unterschied machen kann, ne? Und damit haben wir 12, er 8, wir haben gewonnen. Ah, Mensch. Ich dachte, ich krieg die Punkte nur, wenn die Karten zerstört werden. Man nicht mal hilft, sich durchzulesen, was die machen. So, im Dienste des Königs. Tom Berry König bekommen wir dann. Was haben wir denn hier? Er 1377, wir haben aktuell 343. Lass uns mal kurz auf dem Feld schauen. Gewöhnlich. Wenn diese Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auch von diesem betroffenen um 3. Gut, sind nur wir. Wir wollen die Karte nicht zerstören. Komme, was wolle. Wir wollen diese Karte nicht zerstören. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten von auf dem um 1. Dann wäre das da zum Beispiel der Fall oder halt da. Was ja schon mal gut ist. Ne? Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Aber wir müssen noch weiter gucken. Vielleicht geht das noch anders. Wir können hier spielen. Das sollten wir wahrscheinlich tun. Das macht nichts. Das hat keinen Effekt. Aber das hier hätte den Effekt, den ich haben will. Diese Karte zerstört wird. Will ich ja nicht. Wenn diese Karte ausgespielt wird, das will ich, aber ich habe mal wieder die Felder falsch gedeutet. Genauso bei dem. Bei Zerstörung von verbündeten Karten hat sich die Stärke dieser Karte um 2. Aber ich zerstöre ja keine Karten. Das macht alles keinen Sinn, was hier gerade geschieht. Ah, das macht sehr wohl Sinn. Aber ich hab irgendwas falsch gemacht. Weil er kriegt 12 Punkte und ich muss 14 Punkte kriegen. Also das macht alles ja wohl Sinn. Ich habe nur irgendwas falsch gemacht. Na, ich muss mal kurz gucken, welche Karten die kaputt machen. Also den in der Mitte will ich kaputt kriegen, logischerweise. Und die, die da liegen. Ihn, ja, okay. Und ihr macht 3 Schaden. Ihr macht 3. Du bist der. Das hier halte ich für richtig. Genauso wie das. Und das hier auch. War ich jetzt gerade nicht das gleiche wie gerade? Warum hat das denn gerade nicht gereicht? Warte mal. Will ich den vielleicht zum Schluss?
Jetzt müsste ich eigentlich noch irgendwie buffen. Oder den halt so spielen können, dass ich nicht da schwäche, sondern dass ich die Mitte schwäche. Kann ich aber nicht. Weil ich habe jetzt wieder nur die... Ja. Habe ich das gleiche Problem wie gerade. Aber wir nähern uns dem Ganzen. Oder passiert da noch was am Ende, wenn ich jetzt hier... Warte mal. Das ist alles Gewöhnliche. Also, Moment. Ich habe... Irgendwo habe ich einen Denkfehler. Schon mal. Ich probiere mal kurz was. Geht ja noch nichts kaputt, ne? Ja. Hey, Quatsch. Weiß habe ich. Ah, oh, der denkt viel ab wohl. Und dann ist er kaputt. Ist ja auch Blitzen. Und den noch da hinlegen. Aber das bringt mir auch nichts. Ich glaube, ich komme der Sache näher. Und irgendwie auch nicht. Also, Moment. Ich muss die Mitte schwächen. Ich muss die Mitte schwächen. Ja, ich muss die Menü mal ganz kurz drüber nachdenken. Und dann ging's. Bessere Stellung von verbündeten Karten, blablabla. Finde ich eigentlich auch relativ stark, sowas mal. Stärkereduktion. Oh Gottes Willen. Belohnung für den ersten Kampf gar nichts. Wofür soll ich das denn dann tun? Und vor allem, warum tue ich es trotzdem? Was haben wir denn hier? Okay. Pass auf. Machen wir kaputt. Er hat 4. Aber ich kann den 2er da nicht spielen, ne? Der müsste da unten hin. Aber ich kriege keinen 2er dann zustande, wenn ich das mache. So, Moment, gucken wir. Der betroffenen Karte wird um 3 reduziert. Also eigentlich wäre die Mitte schlau. Da habe ich 6 und er 10. Wenn ich das hier mache,
Aber dann ist ja Ende. Aber ich muss hier, also macht ja keinen Sinn, das da nicht zu spielen, oder? Warte mal, einfach mal gucken, was dann passiert. Aber wir haben jetzt 6. Er hat oben 4 und unten 6. Würde dann ja in unserer Niederlage logischerweise enden. Okay. Das heißt, ich würde sagen, der Anfang ist falsch. Weil am Anfang haben wir nur 2 Karten zur Auswahl. So. Wir gewinnen unten. Und wir gewinnen die Mitte. Das waren halt nur 3 Züge, die man machen musste. Dementsprechend war das relativ simpel. Na gut, man gewinnt ja auch nichts dafür. Aber krass, was es dann so für Kombos gibt, die man noch machen kann. So. Haben wir alles gemacht, ne? Wir haben hierfür nicht mal was bekommen. Cool. Haben wir das abgeschlossen? Das freut mich schon mal sehr. Jetzt können wir uns das erste Strandoutfit kaufen für Cloud. Hier ist unser Wägelchen. Was sind denn Glückskaktoren? Kommen wir später zu. Was ist das da hinten? Da sind Kakteen drauf. Vielleicht kommen wir da vom Strand hin. Was sind denn Glückskakto? Möchtest du mir das vielleicht sagen, was das ist? Ne. Du freust dich nur deines Lebens, dass du weißt, wo die sind. Alles klar. So, was ist das denn hier? Die Wechselstube? Was ist die Wechselstube? Hi. Ach, hier kann ich auch Klamotten kaufen. Hallo. Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Freundschaftskarten. Achso, hier kann ich Strandjunge. Oder halt den Wellenreiter. Benutze die Umkleidekabine in Costa del Sol, die sich unter anderem am Strand oder in der Nähe von Johnny's Strandhotel befinden, um in deine Strandbekleidung zu schlüpfen. Das will ich noch gar nicht. Eine kleine Kabine, ne? Wir wollen ja noch. Oh, was ist das denn, ne? Willkommen! Hier steigt die große Piratenparty! Trifft die Zielscheiben. Ich habe vorhin ein Ticket für dieses Dingsbums del Amor erhalten. Keine Ahnung, was das ist, aber es soll hier stattfinden. Ist ein stadtweites Event. Dabei, soll man wohl neue Freunde finden. Wie es scheint, wirst jedoch du mein Partner sein. Hä? Und wieso machst ausgerechnet du bei so etwas mit? Ich will unbedingt diese Karten gewinnen. Na, wenn das so ist, mit mir hast du hier schon so gut wie gewonnen. Einen Moment bitte. So wie sie aussehen, sind sie vom Fach, oder nicht? Tut mir wirklich ausgesprochen leid, aber professionelle Schützen dürfen nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wieso das denn? Dann schreib das doch dazu. Könnt doch nicht erst jetzt mit sowas ankommen. Nachträglich die Regeln zu ändern, ist ja wohl das Letzte. Ich mache es. Aber wehe, du blamierst uns. Schieße bei Piratenparty auf Zielscheiben in Form von Ungeheuern und erhalte für zerstörte Ziele Punkte. Mit R2 schießen, linker Stick ist Zielen, Viereck ist Streuung für Schießen und Zielen umschalten. R1 und L1 ist die Zielgeschwindigkeit und X ist der adaptive Trigger. Scheiße. Okay, wir brauchen 15.000 Punkte. Also gut. Dann mal feuerfrei aus allen Rohren. Und ich mit Gamepad zielen. Kann ich Maus und Tastatur anschließen oder mit der Maus zielen irgendwie bitte? Ach du Kacke, was war... Oh Gott.
Habe ich Munition? Da muss ich mir bald Hilfe holen. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Okay, das ist damit gemeint. Ey, geh weg! So geht das. Okay, ich brauche 10.000 Punkte. Scheiß auf nee, mehr, ich will 10.000. Jetzt geht's um die Wurst. Zeig, was du kannst. Mach ich. 800. Yeeha! So geht das. Sehr schön. Meisterschuss. Und dann nochmal 800. Ach du Scheiße. Also, hätte ich das jetzt nicht geschafft mit den 10.000, hätte ich mir Hilfe geholt. Da habe ich einen Experten hier sitzen, der hätte das dann schnell machen können. Das reicht mir auch völlig. Nicht nur das Abfeuern, sondern auch das Anfeuern konnte sich sehen lassen. Von allen Herausforderpaaren heute waren sie das Spitzenduo. Hast du gehört? Ein Spitzenduo sind wir. Wenn der das sagt. Himmelarsch, jetzt freu dich doch zur Abwechslung einfach mal. Wird dir das nicht selbstlästig, immer und überall den Coolen raushängen zu lassen? Wie auch immer. Ich verdrück mich jetzt zum Strand. Zieh dich um und komm dann nach, ja? Auf jeden Fall. So. Könnte ich hier jetzt rein theoretisch nochmal schießen? Gut. Gebe ich einen Scheiß drauf. Mit Controller ziehen, es gibt nichts Schlimmeres. So, was haben wir hier noch so? Was ist das? Die Umkleidekabine. Ja. Das können wir noch nicht machen. What's that? Achso. Die Wheelie Sonderaktion. Wir brauchen noch ein paar Meter. Und wir machen schnell die 4000 voll. Sehr geil. Einfach ein bisschen im Kreis fahren. Können wir die Steuerung von den Dingen üben. Huch. 1000 Meter noch. Machen wir Düsen einmal hier hoch. Dann hier links rum. Und schauen uns da hinten nochmal um, wo wir hergekommen sind. Von dem Schiff. Was ist noch da? 4-8. Was? Schauen wir tiefer. Aber ich glaube, tiefer ist schon am Strand. Hier ist ein Hubschrauberlandeplatz. Heliport. Aber ich glaube, hier gibt es sonst nichts zu sehen. Und? Ja, war da was Pinkes? War das Materia? Nee, das war das Schiff. Okay. Mal geschaut, so haben wir die 4000 voll und ich habe mich nochmal umgeguckt und geguckt, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Aber, dem ist nicht so. Hilfe. So, 600. Hier, da durch. Ah, so langsam geht's. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. So, weiter geht's. Ja, wir gehen ja gleich zum Strand. Hör auf zu meckern.
Aber ich muss doch gucken, ob ich hier noch was übersehen habe. Huch, gerade einmal hier rum. Da aber auch nichts. Weil ich diese Sympathiekacke da mit Yuffie jetzt voll verkackt habe. Ist doof. Kannst aber irgendwie falsch so sagen, die ist heiß. Oh, was ist das denn hier für eine Rowdy-Crew? So, dann einmal hier wieder rüber. Über die Brücke, so. Hi. Nee, du nicht. Da. Aloha! Vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme an der Weeby-Aktion. 4000 Meter habe ich. Mal sehen. Ihr Kilometerzähler sagt... Wow! Ich bin wirklich überwältigt. Damit haben Sie sich Ihre Meisterlizenz verdient. Ihre Hingabe zum Wheelie-Fahren ist schon jetzt legendär in Costa. Darüber wird man noch lange reden. Dieses Geschenk wird denen zuteil, die den höchsten Grad an Perfektion beim Wheelie-Fahren erreicht haben. Es ist mir eine Ehre, es überreichen zu dürfen. Danke. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin jederzeit freie Fahrt. Und nicht vergessen, Sicherheit geht vor. Was ist denn der Weltenboom-Lapin? Klar, da. Weltenbummler-Pin. Ein Abzeichen, das denjenigen verliehen wird, die sich statt auf Wheelies lieber auf ihre eigenen Füße verlassen. Alle 100 Tritte kriegen wir ein Gil. Was soll ich denn damit? Soll ich was auf den Stick legen und AFK gehen? Und das ist ja absoluter Blödsinn. Weil ich weiß nicht, wie viele Schritte man hier in dem Spiel macht. Moin. Aloha. Aloha. Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Dann möchte ich noch den Wellenreiter. Viel Spaß damit. Danke. Mal auf zur Umkleidekabine. Die müsste hier sein. Hoppala. Ab jetzt laufe ich. Und umziehen. Rang 1 Soldat. Gibt's hier... Achso, das ist dann... Strandbekleidung, die ihren Träger so lässig wirken lässt wie ein Schokobo, der geschmeidig über die Wellen gleitet. Oder aber... Für verwegene Kerle, die auf den höchsten Wellen dieser Welt thronen und deren Haar stets perfekten Halt hat. Und jetzt mal den Wellenreiter gucken. Wir nehmen den Wellenreiter. Ja, ich nehme das, wie ich auch rumlaufen würde. Begib dich zum Strand, sobald du soweit bist. Sind wir soweit? Wer sind das da? Achso, da gehe ich zum Strand. Haben wir alles gesehen? Haben wir alles gemacht? Das da ging ja noch nicht, ne? Das haben wir, würde ich sagen, gemacht. Da waren wir auch, da waren wir auch. Das haben wir gemacht. Das mache ich nicht, weil ich dazu zu blöd bin. Ich weiß, dass da noch ein Ausrufezeichen dran ist, aber ich werde niemals mit dem Gamepad so zielen. Perfekt für den Strandbesuch vorbereitet, wie ich sehe. Willst du runter? Bitte. Ich will das haben. Nichts da. Nichts da. Was sind das für Typen? Oh, da vergeht einem ja die Badelaune. Oh, Cloud. Die Schwarzkutten zieht's wohl zum Strand? Ja. Eigentlich tun sie ja keinem hier was zuleide. Aber die Leute behandeln sie wie den letzten Dreck. Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Wie eklig. Hannah, verzieh dich! Ey! Verzieht euch selber! Ah.
ist echt lieb, dass du Wache hältst, Red. Ach, was. Huh? Oh weh, es geht nicht mehr aus. Was für eine Bruchbude. Erinnert mich an die Slums. Bist du schon fertig? Eris? Eris, ist was... Red? Welche Farbe hat die? Gar keine. Bislang war sie weiß. Zumindest, als ich in Midgar war. Materia bestehen aus dem Lebensstrom. Sie bergen Erinnerungen, Wissen. Dann waren das die Mäuren? Hat dir viel bedeutet, was? Sehr viel. Kopf hoch, Eris. Frag doch mal Tifa, ob sie schon fertig ist. Mach ich. Oh, jetzt spielen wir mit Eris und Red. Wenn wir uns hier noch kurz umschauen, das war die Dusche und Red hat Wache gehalten. Damit klaut der Spanner nicht wieder reinguckt. Ich verstehe. Geh lieber nicht alleine raus. Nimm tiefer mit. Das mache ich, Red, danke. Möchtest. Fertig? Ich wäre soweit. Ja, sofort. Warte kurz. Okay, bin startklar. Jetzt fehlen nur noch die passenden Outfits. Und dann flanieren wir am Strand. Dann mal los! Drücke während des Costa del Amor Events L2, um zwischen Eris und Tifa zu wechseln. Deine Entscheidung, wen du steuerst, hat keinen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte. Also kann ich jetzt... Ja? Achso, jetzt spiele ich Tifa. Willst du eine Weile vorgehen? Ja, danke. Kann ich das auch mit Red machen? Ja, gern. Nee. Ja, cool. Aber schauen wir mal, was wir hier jetzt noch machen müssen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt dasselbe nochmal machen. Nur mit den beiden. Und dann wieder die Freundschaftskarten holen. Hey, auf der Suche nach Materia? Alles, was der Chef empfiehlt, muss ich einfach haben. Na, ihr zwei hübschen Materia unterwegs zum Strand. Und wenn ihr noch die passende Kleidung braucht, dann nehmt doch an unserem Costa del Amor Event teil. Ah, was? Es gibt eine Reihe spaßiger Spiele, die euch sicher gut gefallen werden. Und euer Haustier kann auch mitmachen. Oh, das klingt lustig. Nicht wahr? Also dann, hier ist euer Ticket. Und für das Hündchen gibt's auch eins. Mit den Tickets könnt ihr momentan an Wilde Hatz teilnehmen oder ein Rendezvous auf Rädern wagen. Und, was war denn da noch? Ach ja, außerdem gibt es noch einen Fotowettbewerb und ein Klavierkonzert. Ich wünsche euch eine unvergessliche Zeit. Aloha! 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 Tschüss! Aloha! Bereit für ein bisschen Spaß? Mhm. Lass uns mal schauen. Dark. Da haben sie sich ja nichts nehmen lassen beim Spiel. Ja, wir suchen jetzt gerade mal keine Materie. Also ja. So, dann wollen wir mal. Das erste Spielchen wäre Run Wild, Wilde Hatz. Die
Dies für alle Tiere schnellen Läufer. Der Hauptpreis des heutigen Spektakels ist ein großes, saftiges Stück Tropenfleisch direkt aus Costa. Na, wer könnte da wohl widerstehen? Schon Hunger drauf? Schnapp es dir, Tiger! Willkommen, mein rothaariger Freund! Sieht aus, als wäre hier jemand hungrig aufs Mitmachen! Bei Wilder Hatz treten Haustiere gegeneinander an. Vier Teams befinden sich auf dem Spielfeld, befördere die Bälle ins Tor eines gegnerischen Teams, um Punkte zu erhalten. R2 oder L3 ist Sprinten, L2 ist Springen, Viereck ist Schießen und X ist der Lupfer. Drücke während des Sprintens erneut R2 und du sprintest noch schneller. Anfänger, zweiter Platz, fortgeschritten, erster Platz, geteilter erster Platz und Profi, erster Platz ist dann noch eine Waffe für Red, also das machen wir auf jeden Fall. Hey, kann ich den anvisieren? Ja. Wir springen doch auch, oder nicht? Ja. Kann ein Tor machen. Das ist Rocket League. Oh, Pfosten. Also, ey, darf ich ein eigenständiges Spiel rausmachen? Das war ja wohl für mich. Weiterer Ball ist im Spiel. Hä? Wer hat den gehalten? Er ging daneben. Dann nicht immer das Blatt. Nein! Ihr Schweine! Nein! Die haben halt einen Torwart. So. So. Ja, jetzt ist der Schokobo dran, sehe ich genauso. Oh, mach den doch ein, den Nasen. Jawohl. Jetzt noch ins Blaue. Und nicht wieder ins Rote. Geh weg. Nix da. Schön. 30 Sekunden mein Tor beschützen. Den ballern wir noch ins Blaue. Ende. Erster Platz. Damit haben wir die neue Waffe für Welt bekommen. Guter Junge, lass es dir schmecken. Und für das Frauchen gibt es eine Freundschaftskarte als Belohnung. Vielen Dank und bis bald. Und? Danke der Nachfrage. Das ist die beste Mahlzeit meines Lebens. Cool. Bin schon unterwegs! Wartet auf mich! Johnny? Tifa?
Einen Nebenauftrag in Jail entdeckt Johnny Sausewind. So, warte, wir geben Red einmal seine neue Waffe. Im Moment hat er ja eine relativ gute physische Schadenwaffe. Hier bekommt er so einen Mischmasch aus beiden. Und das frostige Gebrüll verliert für... Aha. Wir geben ihm die mal, einfach um zu gucken. So, physische Attacke plus 20, dann hat es sich nämlich schon gelohnt. Sparsamer Kampfmagier. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. So, dann können wir Red auf jeden Fall noch heilen geben, damit er auch eins hat. Was hat denn der? Glut, Luft, Behandeln, Toxin. Und dann bekommt Red auch noch gestärkte Abwehr. Vielleicht. Das müssten wir kombinieren. Okay, das macht erstmal keinen Sinn. Aber Automagie müsste auch in einem Kombi-Slot rein, ne? Mit mehreren. Okay. Also rein theoretisch könnten wir doch das da reintun und hier Automagie reintun. So nämlich. Bup. Ja, ein bisschen Toxin-Spam. Weiter geht's. Next. Ich will erstmal die Spiele machen, bevor ich zu Johnny Sausewind gehe. Was ist hier? Rendezvous auf Rädern. Wo ist denn Johnny Sausewind hingefahren? Da. Machen wir gleich. Erstmal, das ist Rendezvous auf Rädern. Das ist die was ist hier? Der Fotowettbewerb. Das Klavierkonzert. Da graut es mir jetzt schon vor und dann umziehen. Alles klar. Rendezvous auf Rädern, bitte. Extra Blatt. So, da noch 20 Meter in die Richtung. Hallo. Die Wii ist für die... Oh, seid ihr hier für ein Rendezvous auf Rädern? Ja. Dann muss ich euch leider enttäuschen. Für heute sind alle Wheelies vergeben. So was Blödes. Was machen wir nun, Tifa? Tifa? Etwa die aus Midgar? Aus den Slums? Ja, die bin ich. Oh, Tifa. Du meine Göttin. Mein geliebtes Honigbienchen. Klingt schwer nach Johnny. Stinkt normal, wenn man mich fragt. Jedenfalls ganz anders, als Johnny dich beschrieben hat. Hatte dich mir mehr so als glitzerndes Glamour-Girl im Midgar-Style vorgestellt. Verstehe nicht, warum er dich mir vorzieht. Na, hör mal, das war aber ziemlich unhöflich. Ist schon gut. Sowas in der Art habe ich schon häufiger gehört. Bist du da etwa noch stolz drauf? Hey, Jenny, trödle hier nicht rum und sammle gefälligst die Wheelies ein. Schrei mich gefälligst nicht an. Mensch, alaken hier ständig auf mir rum. Das stimmt doch gar nicht. Weißt du was? Ich kündige. Ach, schon wieder diese Leier. Ihr seid Freunde von Jenny, stimmt's? Könnte ich euch vielleicht bitten, die Wheelies einzusammeln? Kein Problem, wir übernehmen das. Man kann es mit der Freundlichkeit auch übertreiben. Mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich Johnny was schulde. Möglicherweise kann ich meine Schuld gegenüber Johnny ein wenig abtragen, wenn ich Jenny helfe. Vielleicht will ich aber auch nur mein Gewissen beruhigen. Bringen wir es schnell hinter uns. Genau, bringen wir es schnell hinter uns. Such die roten, blauen und gelben Wheelies, die in ganz Costa del Sol verstreut sind, und bringe sie zu ihren farblich passenden Parkplätzen zurück. Na toll. Wo kann man hier diesen Hula-Tanz lernen? Oh Mann, da haben wir jetzt eine richtig bescheuerte Aufgabe. Weil die liegen ja einfach überall rum, ja. Also, ja. Hier ist ein gelber. Ah, das ist das rote Abstellding, gut zu wissen. Aber oh, da ist ein roter. Nee, der fährt. Oh Gott, Tifa macht auch alles kaputt. Kann man denn da gar nichts machen? Kann ich denn nicht auch alleine teilnehmen? Oder aber, wie wär's mit dir? Kannst du nicht meine Partnerin sein? Also, wenn hier nicht so viel los wäre. Ach, Kundschaft, herzlich willkommen. Ihr,
Bis mein Vorgesetzter hier eintreffen wird, bleibt noch etwas Zeit. Daher hielt ich es für eine gute Idee, mich vorab mit der Gegend vertraut zu machen. Ach so. Tja, vielleicht könnten wir ja was zusammen machen. Wirklich? Sicher doch. Oh, vielen Dank. Dann laufe ich gleich schon mal vor und suche nach diesen Glückskaktoren. Versucht mit dieser Kamera alle vier Glückskaktoren, die sich in der Stadt versteckt haben, zu fotografieren. Also dann, Weidmanns Heil. Das auch noch. Finde Bilder von den Glückskaktoren, die in Costa del Sol versteckt sind und halte sie mit deiner Kamera fest und drücke das linke Dingsbums, um die Glückskaktorenkarte anzusehen und L1, um sie heranzuzoomen. Sobald du einen Glückskaktor gefunden hast, zücke deine Kamera mit nach oben und schieße ein Foto. Wenn du vier Fotos von unterschiedlichen Glückskaktoren gemacht hast, zeig sie im Fotostudio, um den Wettbewerb abzuschließen. Bei uns kann man sich zum da steht noch ein blauer. Guck mal, der blaue muss auch gar nicht weit. Und da ist noch ein roter, da wissen wir ja auch schon, wo der hin muss. Also der blaue soll hier hin. Nummer 5. Der gelbe, ich glaube, der gelbe war da hinten links, ne? Hier vielleicht? Ach nee, gar nicht wahr. Der war da, wo die, die Aloha-Tanten waren. Wo war denn unser Hotel hier? Ach hier, wo ist denn hier ein Ding, wo ich fotografieren kann? Wo denn? Ich bin blind. Aber irgendwo. Ach da. Wie mache ich ein Foto? R2. Stelle den Zoom auf 40% ein. Zoom? Ach, R1. Wer den Geschmack auf Midga vermisst, ist hier genau richtig. Glückskaktor entdeckt. Wie niedlich. Würde ich gerne mal streicheln. Ach, du hast doch nicht alles dran. Ich glaube, ich habe mich da gerade verguckt. Oh, schnell weg. Der Typ ist gruselig. Da war das andere Ding, genau. Wir müssen da durch. War es oben? Ja. Wir haben gerade Assistent hereinbekommen. Bitte schön. Da unten war auf jeden Fall dann noch rot und blau. Hier ist noch ein gelber, guck mal. Aber jetzt haben wir schon mal alle gelben. Upsi. So. Was zum Geier? Die kann ja richtig zupacken. Wahrscheinlich hat sie auf diese Weise Johnny um den kleinen Finger gewickelt. Kann man mit dir reden? Mit Aris fotografieren wir gleich die Dinger. Obwohl, da stand hier, dass das keinen Einfluss hat. So können wir auch einfach auf tiefer bleiben. Ist hier noch irgendwo ein. Oh, Kamera? Hier vielleicht? Oder doch eher dort? Da wo? Willkommen bei Wilde Hans, dem Paradies da. Für alle Tiere schnellen Läufer. 10%. Drück über X. Jede weitere Begegnung schweißt uns noch enger zusammen. Okay, weiter geht's. Alles klar, weiter geht's. Da sind ein paar gelbe. Ich glaube, der blaue war noch da unten irgendwo. Nee, gerade nicht, danke. Aber hier müssen die blauen hin. Da steht nämlich noch ein blauer. Wie wäre es mit einem besten
Hoppala. Teuer. Hier ist auch alles tipptopp. Und obendrein sind die Wheelies so angeordnet, dass man sie sich leicht nehmen kann. Kein Wunder, dass Johnny so scharf auf sie ist. Ach, Mädel. So, jetzt brauchen wir noch zwei rote. Einen roten haben wir hier, aber wo ist der zweite rote? War nicht ein roter? Warte mal. Ach. Kein Wunder, dass Johnny so scharf auf sie ist. Bam, erstmal alles wegrammen. War nicht ein roter noch hier? Da. Okay. Unser heutiges Klavierkonzert beginnt in Kürze. Um, brumm. Bitteschön. Und noch den letzten Huhn. Wir wissen ja, wo er ist. Und die letzten beiden Kaktusdinger wissen wir auch, wo die sind. Nein, du nicht. Das ist aber hier ein weiter Fußweg. Das magische Ei. Danke. Das muss voll Spaß machen, mit solchen Dingern rumzufahren. Was für eine bekloppt redliche Arbeitsmoral. Oh, nun verstehe ich, was Johnny an der findet. Da habe ich mich ja schön in die Nesseln gesetzt. Hey, Jenny! Wir haben die Wheelies zurückgebracht. Wieso bist du nur so nett? Ja, feindlich. Ich denke, ich schlage mir Johnny besser auf den Kopf. Gegen dich komme ich nie und nimmer an. Hier, als kleine Wiedergutmachung für all den Ärger. Die zwei Karten sind für euch. Macht's gut. Warte. Eine davon solltest du lieber für dich selbst behalten. Hm? Wirf dich in Schale und verdreh Johnny mal so richtig den Kopf. Johnny und ich sind einfach nur Freunde. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Ach ja? Das klang bei ihm aber ganz anders. Du weißt doch, er übertreibt gern. Stimmt auch wieder. Hm. Und außerdem hat er ein Talent dafür, Ärger magisch anzuziehen. Deswegen wäre es für mich sehr beruhigend zu wissen, dass jemand auf ihn aufpasst. Ach, du willst ihn also zu mir abschieben, was? Nicht doch. Schon gut, ich mach doch nur Spaß. Oh, dann werde ich mal mit ihm ausgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Johnny nach unserem Gespräch nun etwas besser verstehe. Und es spricht ja nichts mehr dagegen, dass ich mein Glück mit ihm versuche. Man sieht sich. Tschüss. So, die Kakteen, da wissen wir ja noch, wo zwei sind. Die waren. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Ja, bitte? Was ist los? An diesem Pier. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ich glaube nicht, dass der hier war. Zeigt euch, ihr Glückskaktoren! Warte mal, irgendwo muss hier anscheinend einer sein, weil der redet hier. Oh, die Kamera ist schon mal da. Jetzt nur noch finden. Den Hubschrauber ignoriere ich erstmal. So kann man eigentlich auch nicht sein in den Nebenquest, ne? Glückskaktor, wo bist denn du? Ja, hier ist weg. Also das muss hier irgendwo sein. Hier muss doch irgendwo. Sehen aber auch nicht. Hier vielleicht? Oder doch eher dort? Ich drehe gleich durch. Wo ist der denn? Was?
Das gibt's doch nicht. Nicht doof? Hier muss doch irgendwo. Und hier steht er. Irgendwo hier in der Nähe habe ich so einen Glücksfaktor gesehen. Aber ja. Karte. Okay, das Gebiet haben wir, das bringt mir rein gar nichts. Wir sind da. Gibt's doch nicht. Auf ihn, und dann komme ich hier so eine Prozentanzeige. Wo denn? Den denn gesehen? Freunde, sag doch mal. Alter. Irgendwo hier in der Nähe habe ich so einen Glückskaktor gesehen. Aber wo genau war das bloß? Ha. Nein, nein, mich täuschst du nicht. Was? Wieso nicht? Fälschung erkenne ich sofort. Wie eine Fälschung? Wieso eine Fälschung? Habt ihr noch voll fotografiert? Okay, das Ding zählt nicht. Na gut, wenn er das so haben will, dann suchen wir halt in der nächsten Folge weiter. Damit danke ich mich an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.